So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS17 auf der Hof Bergmann mit mir, dem Marc. Es geht weiter. Und der Schlepper ist echt etwas leicht. Aber grundsätzlich hätte das hier wohl klappen können. Na, fick dich doch. Du sollst den nächsten Weg von irgendwo fassen. Sag mir, wenn du da bist. Und den Loader ist auch angekommen. So, jetzt geht es nämlich bei uns hier weiter. Wir haben uns ja letzte Mal den Gabelstapler da gekauft mit langen Zinken, mit kurzen Zinken und mit der Schippe. Und wir werden jetzt uns den Auflieger organisieren. Welcher es genau wird, kann ich euch leider noch nicht genau sagen. Dann müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen testen. Weil wir die hier gleich alle unterbringen. R-Karton-Paletten. Das müssen wir gleich alles unterkriegen. Und da möchte ich eigentlich, wenn das gut läuft, leichte Überforderung gerade. War der denn noch? Diverses war doch einer, oder? Ja. Wir haben den Planauflieger URL. Planauflieger URL. Kostet nichts, macht nichts. Das ist doch immer gut. Aber kostet und macht nichts ist kacke. Ich möchte, dass der ein bisschen was kostet. Ich habe aber einen Tag. Heute läuft es aber auch. So, ich habe ja noch einen drin. Und zwar den Schmieds Cargo-Boot für 38.000. Ist ich grund seiner Kul... Shit, gut, besonders wenn man einen Laden mit Paletten. Den können wir nämlich noch ein bisschen konfigurieren. Reifen, Holzboden, ja, Design, Schubwand, Kühlgerät, Schiebeplane, Schubwand, Kühl brauchen wir nicht, obwohl Kühl könnten wir auch, aber da kommen wir nicht dran. Schiebeplane, ich glaube, wir nehmen den mit Schiebeplan. Mit breiter Reife. Sicherheitsboden, Holzboden, Noppenboden, Sicherheitsboden, nehmen wir den. Und kaufen uns einfach. Gucken uns den jetzt einfach mal an. Lok sieht gut aus. Oh, genau. Der war ja vom Modding-Welt. Da gehe ich davon aus, dass der funktioniert. F1. Plan öffnen. K8. Die Nostierte da. Perfekt. Wir haben eigentlich einen hervorragenden LKW. Mit Spanngurten. Die hoffentlich auch funktionieren. Und da, was werden wir da jetzt machen? Damit werden wir jetzt alles tun, was wir brauchen. Deswegen auch den Fendt als Transportmöglichkeit. Das muss weg. Das muss weg. Und wir werden jetzt ankoppeln. Und werden dann kaufen und verladen. Deswegen auch die langen Zinken, damit wir da auch drankommen. Und ja, ich weiß, ein Autoload hätte auch funktioniert, so in etwa. Ich will aber kein Autoload. Oder erstmal noch nicht. Noch habe ich Bock, das selber zu machen. Drücke ich mich mal so aus. Noch habe ich Bock, es selber zu machen. Der muss ja rein täuschen ein bisschen vor, weil wir jetzt hier gleich Paletten laden. Da muss der eigentlich nur gerade stehen. Einigermaßen gerade zumindest. So, was brauchen wir alles? Dadurch, dass der Modder uns ja Tools mitgibt, brauchen wir Rotkohlsetzlinge, Weißkohlsetzlinge, Kopfsalatsetzlinge. Ich denke, das müsste es eigentlich auch schon gewesen sein. Oder wir werden jetzt mal kurz nochmal da oben hinjoinen. Und, ne, ich will den besuchen. Hier müssten jetzt auch die ganze Fabrik an Fahrzeugen stehen. Also, wir brauchen hier Rotkohlsetzlinge. Haben wir da. Zack. Dann brauchen wir hier,
Weißkohlsetzlinge haben wir auch. 98 Stück. Weiß nicht, wie viel auf einer drauf ist. Und Kopfwassersetzlinge haben wir da auch. Was muss denn hier hinten rein? Das ist jetzt das, was mich noch interessiert. Tomaten brauchen Mist und Wasser. Ach so. Tomatenpaletten, ein Stück. Das heißt, wir brauchen eigentlich, was Mist und Wasser muss hier rein. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die drei, die wir da haben. Und dann in der Ausführung dreimal oder viermal? Ne, dreimal drei. Rotkohl brauchen wir dreimal. Also komm, wir kaufen das jetzt direkt hier. Rotkohlsetzling brauchen wir einmal, zweimal, dreimal. Ich denke mal, auf jeden geht einen drauf, hoffe ich. Ah, mein Mistschlepper ist auch gerade angekommen. Da brauchen wir hier Weißkohl auch dreimal. Ach. Weißkohl einmal, zweimal, dreimal. Dann brauchen wir viermal das, was jetzt noch überbleibt. Dann brauchen wir viermal Kopfsalat. Immer die verkehrte Taste. Und viermal Kopfsalat. Einmal, zweimal und dreimal Kopfsalat. Eierkartonpaletten brauchen wir nicht. Transportpaletten. Transportgitterboxen. Da wäre jetzt eigentlich so ein Holzspalteteil echt geil. Aber gut, ich sage ja nichts. Komme ich vorher nochmal an den? Ja, komme ich. Ansetzlich müsste jetzt hier alles stehen, was wir brauchen. Ja, tut's auch. Die sind echt so leicht, dass man die mit der Hand tragen kann. Ist echt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir werden die jetzt auf dem Tiefflatter draufpacken, aber danach ein bisschen mit der Hand verrücken, dass das auch passt. Weil wozu haben wir uns schon einen geilen Gabelstapler geholt, den wir wahrscheinlich eh brauchen werden. Jetzt irgendwie keine geile Ansicht der, oder? Ne, irgendwie nicht. Oder sind die gar nicht zum Tragen, zum Aufladen doch Sitze. 67 Stück sind da drauf. So, weiter kann ich nicht. Schade aber auch. Das geht mit Maus leider etwas besser als mit Tastatur. Aber gut, ist ja grundsätzlich kein Problem. Dass der ein bisschen weiter vorkommt. Nicht durchdrücken.
Bisschen Fieselarbeit. Also ich weiß, warum er da ein bisschen drin backt. Das ist ja grundsätzlich ja kein Problem. Oder? Gut. Sehen wir alle für kein Problem. Hervorragend. Kein Einbruch. Schade aber auch. Viel mehr Sinn, wozu habe ich denn lange, wenn ich da doch direkt doppelt drauflegen kann, oder? Ich weiß, ab und zu bin ich einfach nur gut. Aber auch nur ab und zu. Nicht immer, sonst wäre das ja auch wieder hochnäsig. Na gut. Funktioniert leider nicht ganz so gut wie gedacht. Es geht mit Hand leider immer noch etwas besser. Aber trotzdem funktioniert es doch einigermaßen gut. Da habe ich echt schon mit Schlimmeren gehandhabt, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, also. Da gibt es Schlimmeres. Ups. Wollen wir aber noch mal einen Zentimeter runter. Das lief doch jetzt extrem reibungslos, oder? Oder auch nicht. Ach, nö, nö. Hab ich die alle schief hingestimmt? Läuft ja heute bei mir. Ein Kratzer und alles läuft nicht mehr. Aber wir sind ja Strong Man hier, wir schaffen das ja auch. Mit Muskelkraft. Ich habe gehört, man soll die ein bisschen warm schütteln, dass die besser kommen.
Deswegen mache ich das hier gerade. Gut, aber laut meinem Tablet ist die Folge leider schon wieder vorbei. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Daumen natürlich schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Backman wieder. Bis dann. Danke. Ciao.